Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich die Hull C vorstellen. Ihr seht sie hier in der untergehenden Sonne von Daymar. Und hier habe ich auch gleich mal die Hull A dabei gestellt, damit man direkt mal den Größenunterschied sieht. Also die C ist schon im eingefahrenen Zustand, um ein Vielfaches größer. Wir haben vorne für den Piloten zweimal S3 Repeater und obendrauf zwei Türme mit jeweils zweimal S3 Repeatern. Wir haben mächtige Triebwerke. Die großen Triebwerke sind, glaube ich, schon so groß wie die Hull A. Also riesig. Ihr seht ja, das ist echt der Hammer. Ja, jetzt habe ich dir direkt mal von außen gezeigt, bevor es jetzt dunkel wird. Dann können wir sie uns nämlich von innen anschauen. Wir haben leider, wie ihr seht, heftige FPS-Drops und Lags. Das ist aber in 320 jetzt so. Kann ich nichts dran ändern. Wir haben an der Seite eine Schleuse zum Andocken. Das ist die neben dem Visk-Logo. Und wir haben darunter auch noch einen Fahrstuhl. Da, wo das Licht Richtung Boden scheint. Da ist noch ein Fahrstuhl. Wir können im Moment nicht nach hinten in die Engineering Section gehen, weil die Tür im Moment nicht funktioniert. Die hat einmal ganz kurz funktioniert und dann habe ich sie anscheinend kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, auf der anderen Seite, das sieht aus wie eine Schleuse, ist aber keine. Auf dieser Seite sind die Escape Pods. Ja, ihr seht, mächtiges Fahrwerk auch und mächtige Thruster zum Bremsen. Also das Schiff ist schon in allem mächtig. Das werden wahrscheinlich nur die anderen Hull übertreffen. Das ist schon ziemlich krass. Nun gut, jetzt haben wir sie von innen gesehen. Über dem MISC-Logo hinten ist auch nochmal eine Luftschleuse. Aber wie gesagt, da können wir im Moment nicht hin. Vielleicht kann ich über diese Schleuse von außen rein. Könnte man eventuell später mal probieren, um in die Engineering Section zu kommen. Aber jetzt schauen wir erstmal von innen. So, das ist die Schleuse, wenn wir reinkommen. Die sieht natürlich normalerweise anders aus. Das ist hier noch ein Shaderfehler, genauso wie hier beim Fahrstuhl. Da sind noch einige Probleme. Oder hier dieses schwebende Bedienfeld. Wie gesagt, das ist der Fahrstuhl, der fährt zum Boden. Dann ist dieses Area. Ach nee, hier sind die Escape Pods. Habe ich verwechselt. Dann ist auf der anderen Seite das, was aussieht wie eine Schleuse, was anderes. Ja, hier stehen auch die Namen dran. Also Captain, Navigator, Engineer und Pilot. Und wir können auch hier die Lichter steuern. An diesem Panel hier können wir ein- ausschalten, Alarm und solche Sachen. Dann haben wir ein Cockpit, das aussieht wie in der Starfarer. Das ist meine Leiche, weil ich die Hull A holen musste. Das ist das Problem, wenn man alleine spielt. Und ja, hier haben wir halt den Piloten, den Captain. Und den Co-Pilot. Der Co-Pilot kann die beiden Türme steuern. So, bevor wir nach oben gehen, bauen wir uns noch hier den Posten des Engineers an. Ach nee, da geht's nach hinten. Da war ich jetzt schon wieder falsch. Mist. Also ich zeige euch die Tür. Die funktioniert nicht. Oh, jetzt geht's. Ey, Hammer. Die hat vorhin nicht funktioniert. Wir können doch in die Engineering Section. Dann gehen wir auch gleich mal. So, das ist diese Tube, die ausfährt. Und jetzt sind wir in der Engineering Section. Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Schön. Hier ist dann noch einmal ein Fahrstuhl, um zwischen den Ebenen zu wechseln. Und da ist auch noch eine Leiter. Finde ich persönlich gut, weil Aufzüge ja meistens den Bug haben, dass sie nicht funktionieren.
So, jetzt haben wir hier Luftschleuse oben. Ja, das ist ja cool. Kann ich euch das doch zeigen? Hier ist sogar noch mal ein Escape Pod. Ja, schön. Finde ich gut. Es gibt doch noch Überraschungen. So. Komponenten-Access. Da sind wir ja hergekommen. Da gucken wir gleich. Ich war nur einmal ganz kurz hier hinten. Nee, hier waren wir. Komponenten-Access ist also doch ein Hör. Das Beladen der Hall hat vorhin auch nicht funktioniert. Vielleicht geht das ja jetzt auch wieder. Dann kann ich euch das auch zeigen. Hier haben wir nochmal einen Escape-Pod. Wir haben so viele Escape-Pods. Ist ja Wahnsinn. EVA. Ach, da haben wir Batterie. Stand da Escape-Pod dran? Ne, nur Escape. Ja, dann haben wir hier noch weitere Komponenten. Die Kühler. Ja, das zieht sich jetzt halt durch diese Ebene durch. Ach, hier hinten ist Ende. Genau. Hab schon wieder alles vergessen. Ja, jetzt haben wir auch hier die neuen Knöpfe, um das aufzumachen. Geht's denn auch wieder zu? Ja. Ja, schön, dass das doch funktioniert. So, jetzt sind wir auf Deck 2. Können wir jetzt wieder runterfahren? Also diese Tube, die ist natürlich umso länger, wenn das Schiff ausgefahren ist oder expandiert ist. Ihr solltet beim Quantum Travel nicht da durchrennen. Da gab es nämlich das Problem, dass man dann das Schiff verlassen hat. Ah, hier ist EVA. Also nicht Escape Pod, sondern hier ist das Lager der EVA-Anzüge. Aber hier auf der Seite ist halt keine Schleuse oder sowas. Obwohl es ja naheliegend wäre, dass man auf dieser Seite, wo man sich die Dinger anzieht, rausgeht. Aber egal. Ja, jetzt gehen wir noch nach oben. Da haben wir die Habitations. Die Leiter funktionierte manchmal nicht, haben einige gesagt. Bei mir hat sie bis jetzt immer funktioniert. Na gut, dafür habe ich andere Bugs. Hier geht es schon wieder nach. Nee, nicht nach draußen. Genau, das ist hier der Arbeitsplatz vom Engineer und der kann, zeige ich euch jetzt, machen wir hier mal Power on. Der steuert nämlich auch Turrets, allerdings der steuert die Traktorbeam-Turrets, um die Hull zu beladen. Das funktioniert auf Planeten logischerweise nicht, aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier mit diesem Traktorstrahl die A beladen. Der ist sehr flink, muss ich sagen. Man hat vier von diesen Traktorbeam Tower, sage ich mal, weil man muss ja zwei oben und zwei unten haben, bedingt dadurch, wie das Cargo Grid angeordnet ist. Können wir aber nachher noch mal gucken. So, weiter geht es hier
Eine Tür mehr. So, hier haben wir jetzt die Unterkunft, sage ich mal. Der Captain hat kein eigenes Quartier. Ja, Badezimmer. Hier ist ein Tisch und eine kleine Küche, sage ich mal. Und das war's auch schon. Also sehr spartanisch. Dafür, dass die Hull C zwischen den Sternensystemen, der Sonnensystem sich bewegen soll, haben die erstaunlich wenig zu tun an Bord, um die Langeweile totzuschlagen. Normalerweise wäre genau in diesem Schiff ein Aufenthaltsraum mit Billardtisch oder sowas angebracht. Aber gibt's nicht. So, was habe ich da noch gesehen? Ach, das ist der Fahrstuhl. Ja, das war's im Prinzip schon. Jetzt können wir die nochmal aufklappen und wir können versuchen, ob das mit dem Handeln klappt. Falsche Richtung. Das passiert mir dauernd. Dabei ist das Schiff gar nicht so groß, also was den Innenraum angeht. In der Starfarer verlaufe ich mich auch andauernd. So. Ja, was auch der Brüller ist, ist hier das Piktogramm auf dem Radar. Das ist im Spektrum schon steil gegangen. Und ihr seht, es gibt natürlich auch noch so Fehler. Ich drücke jetzt F und dann kommt hier, dass die Waffen gelockt sind. Da steht noch dieser Hinweis mit dem Cargo-Transfer. Es gibt also noch reichlich Bugs. Fliegen wir jetzt erstmal los, um Cargo zu laden. Wenn es denn funktioniert. Es gibt im Moment nur die Möglichkeit, an den großen Hauptlocations Cargo zu laden. Damit meine ich die Hauptplaneten und deren geostationäre Orbitalstationen. Also Seraphim, Beijini Point, Everest Harbor und Tressler. Ihr könnt im Moment nur zwischen diesen vier Stationen handeln. Das liegt halt daran, dass die Hull ihr Frachtgitter nicht entfalten kann, ohne, also wenn sie auf dem Boden steht. So rum. Das geht nicht. So. F2 wollte ich drücken. Das ist jetzt der kürzeste Weg. Seraphim Station. Zack. Es ist ein bisschen umständlich, die Hull jetzt zu beladen. Wir müssen erst einmal im zusammengefalteten Zustand auf der Station landen. Die Hull muss gestort werden. Dann gehe ich zum Admin, kaufe Ware, werde die Hull wieder spawnen. Dann kann ich die entfalten und fliege zur Cargo-Transferstelle, sage ich jetzt mal. Es ist einfach so ein Würfel, der leuchtet, da fliegst du rein und dann spawnt nach und nach die Fracht an dem Frachtgitter. Und das Verkaufen funktioniert im Prinzip genauso. Ihr fliegt mit der Hull zur Station, lagert die ein, also stort die und dann verkauft ihr die Ware beim Admin. Deswegen könnt ihr auch nicht zu den Lagrange-Punkten fliegen, um Ware zu verkaufen, weil die haben keine Docking Points. Ihr müsst zwingend Docking Points haben. Wobei die Lagrange-Punkte so clever sind und euch einen Hangar anbieten. Oh, er hat Quantum Fuel aufgeladen. Das finde ich gut. Der Docking Port ist links. Das müsst ihr euch immer merken. So, den Rest kann er automatisch machen. Dafür ist eine Automatik da. Ich finde den Sound ekelhaft. Manchmal hört er auch nicht mehr auf.
bleibt er die ganze Zeit im Cockpit, obwohl du schon ausgeschaltet hast. Okay, das hat ja ganz gut geklappt. Was auch blöd ist, die Tür ist auf jetzt. Könnte sich also jemand direkt in das bereits angedockte Schiff reichen. So sieht die Tür aus, wenn sie geöffnet ist. Was auch doof ist, kann jetzt die Tür zwar zumachen, aber jetzt komme ich nicht mehr rein. Allein schon aus diesem Grund muss die Tür auf sein, wenn ein Schiff spawnt. Das müssen sie noch ändern. So, da bin ich wieder. Nach zahlreichen Fehlversuchen probiere ich jetzt nochmal einen vollständigen Cargo Run zu machen. Bin jetzt Seraphim Station und werde jetzt die Hull beladen mit einem kleinen Teil Helium und etwas Hydrogen, weil ich nicht weiß, was die am anderen Ende abkaufen. Aber irgendwas davon werden sie schon nehmen. So. Jetzt, die Hull ist gestored. Das ist wichtig. Ihr könnt die Ware nicht kaufen, wenn die nicht gestored ist. Ich hatte meine bei einem 30K verloren auf dem Weg nach Arkorb. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. So, die sollte jetzt am Dockingport spawnen, wenn einer frei ist. Aber die kann auch im Hangar spawnen, die ist ja zusammengeklappt. Dockingport 1. Hangar wäre aber auch möglich gewesen, weil sie ist ja noch gefaltet. Ich weiß gar nicht, der wievielte Versuch das jetzt ist, das hier aufzunehmen. Ich zähle einfach nicht mehr. So, mal eben Tür zumachen. Nicht, dass noch einer denkt, das ist hier ein Bus oder so und einsteigt. So, einschalten wäre ganz gut. Dann sagen wir abdocken. Da oben der Würfel ist automatisch erschienen. Das ist die Stelle, wo wir jetzt gleich die Ware bekommen. Ladezone oder Loading Area, nennt es wie ihr wollt. Da müssen wir jetzt mit einer aufgeklappten Hull reinfliegen, um die Ware zu erhalten. Und das geht wie folgt. Wir drücken Alt-K, damit das Schiff sich entfaltet. Jetzt sieht man das auch auf dem Radarbild. Das Schiff klappt aus, kann ich auch mal hier eben zeigen. Schöne Mechanik. Wir haben 10 Minuten Zeit. Aber weil es so schön war, gucken wir uns das nochmal an.
Vielleicht mal auf der anderen Seite mehr Sonne. Ja, hier sieht man es noch ein bisschen besser. Alt-K. Sollte er sich wieder einklappen. Ah, da geht's los. Also die haben sich da schon was einfallen lassen. So ist es nicht. Wenn dieser Würfel fürs Laden nicht automatisch erscheint, den kann man auch außerhalb des Schiffes sehen, also in der Außenansicht, dann könnt ihr mit der linken Alt-Taste und L wie Ladung könnt ihr dann dieses auslösen. So, jetzt klappen wir wieder auf. Da läuft auch der Timer, jetzt haben wir noch knapp 8 Minuten Zeit. So, da ist eigentlich nichts Schwieriges dabei, das müsste jeder hinbekommen. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Bisschen zurück. Das ist jetzt relativ unspektakulär. Die Container erscheinen jetzt am Cargo Grid und das war's. Kurz Innenansicht. Das Laden sollte jetzt eigentlich beginnen. Er fängt immer hinterm Cockpit an mit der Beladung. Normalerweise müsste das schon laufen. Unable to transfer steht da. Ich bin doch im Ladebereich. Geht noch irgendwas raus oder so? Eigentlich sieht doch eigentlich ganz gut aus. Bin komplett im Ladebereich. Okay, versuchen wir mal Folgendes. Ah, jetzt geht's los. Da kommen die Container. Im Schatten der Sonne kann man sehen, die da aufploppen. Ach so, geht's besser. Macht da hinten ein paar, unten ein. Ich habe extra nicht so viel genommen. Jetzt müssen wir hier uns auch aus dem Staub machen.
Weil wir kriegen sonst direkt wieder Ärger. Dann gibt es nämlich ein Ticket. So, jetzt gucken wir mal in der Map. Fliegen wir denn hin? Versuchen wir es nochmal mit A-Corp. Das hat ja wieder geklappt. Kann mal einer dem Navigator sagen, dass da ein Planet im Weg ist? Kann man nicht. Nehmen wir das. Also, der Quantum Travel an sich ist ja relativ unspektakulär. Von daher mache ich jetzt wieder eine Pause, also einen Cut für euch. Und ich hoffe, dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn am Horizont A-Corp auftaucht. In diesem Sinne, bis gleich. So Leute, da ist endlich A-Corp. Mittlerweile ist eine Nacht vergangen. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, nach A-Corp zu kommen. So schlecht lief das. Andauernd 30k und solche Sachen. Aber ich habe nicht aufgegeben und heute habe ich es geschafft. Denn ich möchte euch ja zeigen, wie das mit dem Verkaufen läuft. Obwohl das jetzt auch nicht so spektakulär ist. Müssen wir mal eben um den Planeten rum. OM-Punkte werden nicht angezeigt. Wenn er das macht, Quantum Drive aus, Quantum Drive an. Dann sollten die OMs wieder erscheinen. Ach, die OM ist verdeckt. Okay, was haben wir noch? Ah, warte mal, können wir Area... Ich will ja nicht nach Area 18. Da ist einer. Ja, die eiert ganz schön rum. Wir fliegen zu diesem Com-Array. Meine Fresse. So. Vielleicht... Ah, ist das nicht ein OM-Punkt? Nein. Ich muss irgendwie um den Planeten herumkommen. Alle OM-Punkte sind verdeckt. Das ist natürlich dämlich. Ist das auch ein OM-Punkt? Das war der Grund, warum das Navi nicht dorthin navigieren konnte. OM4. Das werde ich gleich mal im Issue-Council reporten. Ei, da war noch ein OM. So, da ist der Einser. Deswegen kommt man hier nicht per Navigation um den Planeten rum. Alle OM-Punkte sind verdeckt. Okay, dann werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir tun so, als würden wir nach Area 18 fliegen und dann den Flug abbrechen. Na, los jetzt, alter Schwede. Ich habe die Maus zu empfindlich eingestellt, glaube ich. Bei der normalen Quantum Travel Reise kann man B gedrückt halten, um den Quantum Drive wieder abzuschalten, also um diesen Flug zu unterbrechen. Das funktioniert bei dieser Umrundung des Planeten nicht oder nicht immer. Dann drückt einfach U. Die Energie des Schiffs ausschalten, dann funktioniert das. So, jetzt habe ich U, zack, habe sofort abgeschaltet. Nochmal U, Schiff wieder an. So, jetzt haben wir da Bay Genie Point. Und können das jetzt direkt anfliegen. 3, 2,
Aber das mit den OM-Punkten werde ich mal im Issue Council nachschauen. Da gibt es bestimmt schon einen Eintrag. Und dann melde ich das mal. Ist da nicht hingeflogen? Probieren wir nochmal. Also die Thruster von der Hull C beschleunigen sehr stark beim Drehen, aber bremsen nicht so gut. Okay, jetzt nochmal die Prozedur. Wir haben beim Kaufen gelernt, die Hull muss gestort sein. Dann kann ich zum Admin gehen und Ware kaufen. Dann spawne ich das Schiff und fliege zur Ladezone. Und dann wird das Schiff beladen und ich fliege zum Zielort. Beim Verkaufen ist es andersrum. Ich fliege jetzt zur Station, store das Schiff, gehe zum Admin, spawne das Schiff und fliege zur Entladezone. Also ist im Prinzip gleich. Ist gar nicht andersrum, ist gleich der Prozess. Warum das jetzt so umständlich ist, das verstehe ich nicht. Theoretisch wäre es cool. Aber ja, ich denke, die haben das. Also theoretisch wäre es cool, ich fliege dorthin und könnte direkt zur Entladezone fliegen. Aber ich vermute, die haben es noch nicht programmiert, dass du dann entscheiden kannst, was entladen werden soll. Vielleicht möchte man ja nicht grundsätzlich das, die ganze Fracht entladen. Kann ja auch sein. Und ich denke, dafür haben sie im Moment noch keine Lösung und haben das deswegen so gemacht. Schiff andocken. Deswegen, das geht auch nur an einer Station, wo du andocken kannst. Dann storen, beim Admin entscheiden, was du verkaufen willst und das verkaufen. Schiff wieder spawnen und das Verkaufte wird dann entladen. Ist umständlich, aber im Moment halt die Lösung oder der Ablauf, wo das funktioniert. Ich habe noch nie so oft angedockt wie in den letzten 2 Tagen. Wenn ihr von der verkehrten Seite an den Dockingpunkt ranfahrt, oder die Hull ist, ah, wo ist meine Hand da? Die Hull ist, sage ich mal, verkehrt rum. Also der Dockingpunkt ist auf der richtigen Seite, aber die Hull steht im Gegensatz zur Station, sagen wir mal, auf dem Kopf. Dann, wenn ihr das nicht bemerkt, versucht der das Schiff zu drehen, der Computer, und rammt dann das Dock. Also ihr müsst schon so korrekt wie möglich da irgendwie dran fliegen, dass der wirklich nur noch so ein bisschen rüber und vielleicht noch hoch und dann andockt. Ansonsten geht's in der Hose. So, das hat jetzt geklappt. So, das finde ich auch doof. Ich finde, das Schiff, was gerade hier zum Beispiel gespawnt ist, das sollte immer direkt oben sein, damit man nicht ewig scrollen muss. Aber okay. So, ab geht's zum Admin. Im Endeffekt kennt ihr jetzt die Prozedur vom Ladevorgang, aber der Korrektheit halber zeige ich es einfach. Ich habe jetzt auch nicht viel gekauft, sondern von Helium und Hydrogen nur so ein bisschen, nur um das jetzt mal zu zeigen. So. Zack. Der Gewinn ist jetzt auch mal egal. Das ändert sich nachher im PU sowieso wieder.
Gewisse Dinge sind dann wieder nicht mehr so häufig verfügbar, wie das jetzt teilweise im PTU ist. Und hier sieht man jetzt auch, die Sachen sind verkauft, aber die sind noch auf dem Schiff. Deswegen jetzt zum Entladepunkt fliegen. Schiff wieder spawnen, zum Entladepunkt fliegen und dann geht's weiter. Auf Seraphim Station war es so, dass wenn kein Dockingpunkt frei ist, die Hull trotz ausgeklapptem Frachtgitter im Hangar gespawnt hat. Das funktioniert nicht. Also wenn ihr da lest Hangar und ihr wisst, da ist Fracht dran, sofort wieder storen. Das funktioniert nämlich nicht. Aber hier ist nichts los. Ich denke mal, wir werden jetzt an einem Dockingpunkt spawnen. Sehr gut. Wie gut das ist, werden wir sehen, wenn wir da sind, weil die Hull ist bei mir auch schon mal im Dockingpunkt gespawnt. Das ist natürlich auch nicht gut. Aber das sieht gut aus. 100 Meter Entfernung. Letztes Mal stand die hier im Gang sozusagen. So. Da gehen sie auf die Türen. Tada! Und ab geht's. Jetzt kann man hier auch sehen, die Hull ist aufgeklappt oder expandiert oder wie auch immer. Die Container hängen da noch dran, das kann man da so eben erkennen. Muss noch tanken. Ach egal, das machen wir hinterher. So, schauen wir mal. So, jetzt haben wir wieder 10 Minuten Zeit, zu diesem Punkt zu fliegen. Da links ist der blaue Pfeil. Der zeigt uns, wo dieser Punkt ist. So, praktischerweise müssen wir wieder unter der Station durchfliegen. Direkt mal wieder bremsen. Das ist auch direkt da bei diesem Cargo-Deck-Bereich. Irgendwann wird das dann anders laufen, aber das ist jetzt eben halt im Moment der Stand der Dinge. Ich finde das jetzt auch kein Beinbruch, dass das jetzt halt nicht perfekt implementiert wurde, sondern so wie es jetzt ist. Auch wenn es ein bisschen umständlich ist, das ist ja nicht das Ende. Das wird ja noch fertiggestellt. Das ist jetzt quasi Tier 0. Ja, wie ihr seht, 10 Minuten reichen locker aus. Könnt ihr easy peasy dahin fliegen. So, mal gucken, dass das Schiff auch direkt und komplett da reinfliegt. Ich weiß nicht, ob die schon mal meckert. So. Jetzt gucken wir mal, wie das alles verschwindet, die Container.
da verschwinden sie. Und immer dran denken, diesen Bereich, diese Ladezone oder Entladezone direkt wieder verlassen, sonst gibt es ein Ticket. Und fertig. Können wir auch wieder zusammenklappen. Manchmal reagiert er nicht, seht ihr ja. Drückst du irgendeinen Knopf und er macht das halt nicht. Aber egal. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, wie es nun funktioniert, wie der aktuelle Stand ist, zumindest das PTU. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.